Guten Morgen. Moin, hi. Na, schönen Urlaub gehabt? Bestens. Ja, sehr gut. Bestens. Sehr gut. Hier ist mal so eine bei, das ist aber nur geplatzt. Das ist nichts Schlimmes. Das ist vom Regen. Die schmecken trotzdem super gut. Vielen lieben Dank. Aber Olli ist ein guter Entertainer, ne? Der macht das schon gut hier. Oh. Ja, also Günther geht jeden Mittwoch schwimmen zum Beispiel. Gisela macht Frühstück in der Zeit. Moin, moin. Wir laden jetzt die Marktware auf, die heute mit zum Markt geht. Und die laden wir erst immer morgens auf, gerade jetzt um die Zeit, wenn wir noch Weichfrüchte und Pflaumen und Kirschen haben, damit die möglichst ganz frisch zum Markt geht, also noch bis zum letzten Augenblick gekühlt wird. Die ganzen Beerenfrüchte kommen hier aus der Region, also die Erdbeeren kommen aus Neuenfelde, die Blaubeeren aus Hasefeld, die Himbeeren kommen vom Meisterkollegen von mir, der macht Himbeeren, und dann haben wir noch ein paar Südfrüchte, so Aprikosen, Bergpfirsiche, Bananen, Kiwis, Zitronen, das kommt alles vom Großmarkt aus. Spanien, Frankreich, ja, wo sowas halt herkommt. Nee, was heute los sein wird, das wissen wir noch nicht. Aber ich hoffe, es wird gut werden. Einmal noch unseren Verkaufsstand hinterkuppeln. Der wird nachher aufgebaut. Ohne den könnten wir jetzt heute nicht verkaufen. Moin. Moin, hi Elke. Ja. Elke fährt oder hilft mir heute mit auf dem Wochenmarkt. Ja. Sie hatte da früher selber einen Stand und kann sich aber noch nicht richtig zur Ruhe setzen. Nee. Macht noch zu viel Spaß. Ja? Ja. Ist immer schön, mit den Leuten da zu tun zu haben. Wir sind eigentlich auch eingespielt. Jeder weiß, was er so zu tun hat. Oder weiß, was der andere macht. Nee, Morgenmuffel bin ich nicht, ne? Das ist, na, das sag ich jetzt nicht. Meine Frau, die kommt eher schlechter aus dem Bett. Also, wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne mal auf dem Markt besuchen und würde uns freuen. Heute Morgen ist natürlich sehr angenehm, ohne Wind und ohne Regen aufzubauen. Geht auch anders mit Sturm und Regen, dann regnet man auch schon mal beim Aufbauen durch. Aber das ist dann halt so. Das Schöne ist, ich habe das gleiche Sortiment gehabt wie Olli und sehe meine Kunden alle noch wieder, die auch alle hierher sind. Und das ist halt schön. Und nur zu Hause, dafür bin ich noch zu jung, dass ich dann gar nichts mehr mache. Besser ist ein bisschen größeres Sortiment, weil der Kunde möchte, der möchte jetzt nicht hier nur Äpfel und so kaufen und danach dann irgendwo anders hingehen, sondern am besten gleich an einen Stand sein Obstsortiment abdecken und dann am Gemüsestand sein Gemüsestand, am Fleischstand sein Fleisch halt. Und wir sind da irgendwann mit angefangen und das hat sich halt so aufgebaut. Das ist jetzt hier der Grafensteiner. Haben wir heute auch das erste Mal mit. Ist ein bisschen säuerlicher. Kann man aber schon ganz gut mit backen. Das kann man empfehlen. Aber
zuerst, wenn er jetzt frisch vom Baum ist, muss man die Temperatur ein bisschen runter und die Backzeit ein bisschen länger, weil er sonst nicht gar wird. Das ist oft so mit frischen Äpfeln. Und hier den Marc probieren. Ja. Donnerstag geerntet, süß-säuerlich. Das ist lecker. Ja, ist aber richtig so. Ja. Also Kai ist auch einer, der immer zu 90% immer samstags und auch früh kommt. Ja. Der mag das ganz gerne, wenn das hier noch ein bisschen ruhiger ist. Richtig. Ich kaufe eigentlich jede Woche hier für meine Kollegen Äpfel, weil mein Chef das ganz gerne unterstützt, dass wir uns alle gesund ernähren. Und das macht echt Spaß. Also sag mal wirklich, jeder Kollege läuft mit einem frischen Apfel am Tag irgendwie durch die Gegend und die sind wirklich immer lecker. Und jeder kommt zu mir und sagt, Mann, sind die lecker. Kannst du uns für privat auch noch was kaufen? Guten Morgen. Moin, hi. Na, schönen Urlaub gehabt? Bestens. Ja, sehr gut. Bestens. Sehr gut. So ein herrliches Lachen, immer freundlich, ne? Macht Spaß hier einzukaufen. Wir schneiden jetzt die Äpfel einmal auf, gerade weil das jetzt alles, außer der Colina, ist jetzt alles das erste Mal auf dem Tisch. Alles frisch gepflückt, neue Ernte. Die Leute wissen das eigentlich schon, gehen da hin und probieren sich einmal durch. Dann nehme ich doch lieber den Delva. Ja? Mhm. 2 Kilo. 2 Kilo? Wenn ich woanders die Äpfel kaufe, sind sie entweder haben sie Dellen, sind mir zu groß und habe gedacht, probiere ich mal was Neues aus. Genau. Und dann, ich bin ja zufrieden. Kein Problem, kommen Sie gerne wieder. Und preislich stimmt es auch. Im Supermarkt sind sie teurer. Muss man mal dazu sagen. Also mit dem Preis kommen wir gut klar. Wir sind hier jetzt nicht überteuert irgendwie oder so. Ne? Also den hier? Mhm, 1 Kilo. Ja, 1 Kilo. Und die sind alle groß, ne? Mittlere, ja, kleine. Mittlere habe ich hier, sowas. Sowas kann ich Ihnen anbieten. Ja. 1 Kilo? Oder so, ja, so klein wie möglich. Ja, genau. Ich gebe mir Mühe. Ich bin ein Apfelmonster. Ich esse jeden Tag mindestens 2 Äpfel. Und der muss knackig und hart sein. Und wenn der irgendwie so ein bisschen mürbe wird, dann ist das schon eher was für einen Kuchen, aber nicht für mich. So, dann fällt mir ein Pflaumen. Gibt es denn schon Zwetschgen für Pflaumenkuchen? Wollen Sie mal probieren? Die hat noch nicht so viel Geschmack. Na, das ist jetzt eher ein bisschen früh gepflückt für Leute, die Kuchen machen wollen. Ich glaube, ich warte noch eine Woche, ne? Ja, hätte ich auch gemacht. Gut, dann wär's das. Das ist immer frisch und, perfekt, danke. Und nett. So, ne? Also, und ist alles da, was man gerne hätte, ne? Und er sagt auch, wie es ist, ne? Wie wir gerade gehört haben. Ne? Die Pflaumen schmecken erst nächste Woche. Es ist eher ein bisschen ruhiger heute. Die Leute gucken ja doch schon mal aufs Regenradar und jetzt prasselt es ja gerade richtig. Das ist halt so, ein Tag ist so, ein Tag ist so. Besucht den Wochenmarkt und besucht mich. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Kommentiert es, klickt rein. Geht zum Wochenmarkt, da ist es einfach immer ein bisschen frischer. Auch mal einen Schnack, ihr könnt probieren. Genau, und ich hoffe, es hat euch gefallen.